Also ich bin der Schießl Wichert, ich bin 36 Jahre alt. Wir sind jetzt in Steinberg am See bei der DOK. Wir organisieren das Benefizspiel für Kinder mit Epilepsie. Und da ich das selber gehabt habe als Kind, ja, habe ich es Gott sei Dank verloren. Und in der Klinik, der Schönklinik in Wachterreuth unten, ist mir geholfen worden praktisch, dass ich halt das verlieren kann durch Medikamenten und alles. Und mit ein paar Jahren, mit 5-6 Jahren, habe ich es dann verloren, Gott sei Dank. Und dann habe ich gedacht, die zwei Landesligisten, habe ich angefragt, wie schaut es aus, machen wir ein Benefizspiel. Unsere Sportabteilung, Fußball, der DOK, mit unserem zweiten Landrat, die haben mich dann unterstützt. Und die beiden Vereine haben ja dann auch zugesagt und gesagt, sie machen sowas, weil es einfach eine gute Sache ist, dass man Kindern helfen kann. Epilepsie ist halt so ein Thema, wo halt viel nicht in unserer Gesellschaft nicht weit verbreitet ist. Es hat 0,5 bis 1% der Bevölkerung, die Tendenz steigend. Ja. Epilepsie kann jeder bekommen, ob das angeboren ist oder durch einen Schlaganfall, durch Alkoholsucht, durch Drogenabhängigkeit. Ja. Und man muss auch so sehen, Kinder ist das Wichtigste, was es eigentlich auf der Welt gibt. Und dass man Menschen helfen kann, dass sie es auch verlieren. Und wenn es von 102 Kindern ihr Leben normal machen können, ist das ein großer Erfolg für uns. Und die Spende geht halt dann für den Verein und für die Klinik in Wachterreuth, die Schulklinik. Also die DOK Steinberg hat also diese Idee vom Schießl Michel sehr gerne unterstützt. Denn ich glaube, das ist eine tolle Geschichte. Grundsätzlich, wenn man für soziale Zwecke sowas macht, mich freut auch, dass die beiden Landesligisten sofort ohne Diskussion mitgemacht haben. Auch in der Vorbereitung. Leider ist es weder heute zu schön und zu warm, dass wieder mehr Zuschauer hätten kommen können, glaube ich. Aber ansonsten ist es eine tolle Sache, die wir von der DOK sehr gerne unterstützt haben und sicherlich auch weiter unterstützen werden.